Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Das Steam Deck kann eine Menge Zeug und ich denke, es macht Sinn darüber zu reden, was das Steam Deck für euch machen könnte. Viel Spaß mit dem Video, nach dem Intro geht's los. Das Steam Deck ist wahrscheinlich aktuell das vielseitigste Handheld-Gerät auf dem Markt, mal abgesehen von ROG und WinPad, die würde ich mal außen vor lassen. Das ist vielleicht mal was für ein anderes Video. Mit einer Menge an Möglichkeiten und Optionen. Das erste, was ihr machen solltet, bevor ihr überhaupt überlegt, euch ein Steam Deck zu holen, ist mal in eurer Steam-Bibliothek zu schauen, ob eure Spiele mit dem Steam Deck kompatibel sind. Dafür gibt es ein kleines Zeichen in dem Kompatibilitätsbereich, auf den ihr achten müsst. Der verrät euch, ob eure Spiele auf dem Steam Deck spielbar ist und ob die kompatibel sind. Grün heißt, das Spiel ist perfekt spielbar und teilweise für das Steam Deck zugeschnitten. Gelb bedeutet, beziehungsweise kann mehreres bedeuten, manchmal wird die Steuerung eingeschränkt. Das trifft vor allen Dingen bei Spielen zu, die man mit Maus und Tastatur spielen muss. Oder es kann auch sein, dass der Text einfach zu klein dargestellt wird. Dafür klickt ihr einfach auf das Symbol neben dem Zeichen und dort könnt ihr ganz genau sehen, was das gelbe Zeichen bedeutet. Aus meiner Bibliothek hat eigentlich jedes Spiel auf dem Steam Deck richtig gut funktioniert, außer Sons of the Forest. Das mag das Steam Deck so gar nicht, selbst auf den geringsten Einstellungen. Das mochte das Steam Deck gar nicht, aber Elden Ring zum Beispiel läuft ultra, ultra gut. Direkt mal ein allgemeiner Tipp, wenn ihr neu im Steam-Universum seid. Packt euch jedes Game, was euch irgendwie interessiert, auf die Wishlist. Steam hat gefühlt 1000 Mal am Tag neue Angebote und ich habe mir damit selber schon oft mal den einen oder anderen Euro gespart. Ansonsten kann ich natürlich meinen Partner Instant Gaming empfehlen. Link dafür unten in der Beschreibung. Steam supported Cloud Save, das bedeutet, ihr könntet auf dem PC ein Spiel speichern und beenden und mit eurem Steam Deck an der gleichen Stelle weitermachen. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Außerdem wird das Steam Deck ständig mit neuen Updates versorgt, Valve ist da wirklich hinterher, das Steam Deck up to date zu halten. Und ich finde, das merkt man auch extrem. Aktuell kann man zwischen drei verschiedenen Versionen wählen. Ich selber habe das mittlere Modell, was etwas mehr internen Speicher hat und vor allem den schnelleren Speicher. Das teure Modell mit dem hochwertigen, entspiegelten und geätzten Glas war mir ehrlich gesagt das Geld nicht wert, weil draußen, egal ob entspiegelt oder geätztes Glas, ihr könnt draußen gerade mit Sonneneinstrahlung sehr, sehr wenig erkennen. Allgemein könnt ihr euren Speicher natürlich mit einer SD-Karte erhöhen, das habe ich selber auch gemacht. Weil manche Games wirklich extrem groß sind und den internen Speicher wirklich schnell voll machen. Ich sag nur Diablo. Außerdem ist es auch noch möglich, den internen Speicher auszutauschen. Das habe ich selber nicht gemacht. Das Gerät, also Steam Deck, ist allgemein sehr modular aufgebaut. Das bedeutet, es sind hier ein paar Schrauben, die ihr abmachen könnt. Und dann kommt ihr direkt an den internen Speicher. Ihr könnt Akku austauschen, ihr könnt die Thumbsticks austauschen, die Buttons austauschen, den Bildschirm austauschen. Ihr könnt das Case austauschen. Da gibt es richtig coole Case-Swaps auch. Also allgemein sehr modular aufgebaut und ihr könnt da sehr viel auch selber als Laie auswechseln. Ich würde sagen, wir sprechen mal über den Elefanten, der im Raum steht. Und zwar das große Thema Emulation. Es ist nämlich extremst einfach, Emulation auf dem Steam Deck zum Laufen zu bringen. EmuDeck wurde extra für das Steam Deck programmiert. Und es läuft 1A, egal ob es Atari ist oder GameCube. Da wird auch noch auf jeden Fall ein Video von mir folgen, wo ich einmal das komplette Thema EmuDeck erkläre. Ähnlich wie bei der Switch gibt es auch ein Deck für das Steam Deck. Direkt von Valve im Steam Shop, womit ihr das Steam Deck an den Fernseher anschließen könnt. Das Steam Deck supportet dazu auch noch so gut wie jeden Controller. Also ich habe jetzt hier einen PlayStation Controller und Switch-Controller und 8-Bit-Do-Controller ausprobiert. Xbox-Controller funktioniert, also so gut wie jeder Controller, der Bluetooth hat, funktioniert mit dem Steam Deck. Und gerade für Multiplayer-Spiele eine sehr coole Möglichkeit, um zum Beispiel, da sind wir wieder beim Thema Emulation, Mario Kart Double Dash oder Super Smash Bros. Melee im Couch-Koop auf dem Fernseher in 16:9 zu spielen.
Eine Sache, die ich zum ersten Mal für dieses Video ausprobiert habe, ist Remote Play von meinem PC. Also der PC macht die ganze Arbeit und ich spiele das Spiel über Remote Play auf dem Steam Deck. Und wo wir gerade bei Remote Play sind, Leute, was sagt ihr zu PlayStation 5 Remote Play auf dem Steam Deck? Das ist ebenfalls möglich und wird ebenfalls in einem extra Video, vielleicht mit dem Emodeck Video zusammen, noch in der Zukunft kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Allgemein würde mich extremst interessieren, ob ihr selber auch schon ein Steam Deck habt und irgendwelche spannenden Features, die ich jetzt hier vergessen habe, noch parat habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich extrem über ein Follow auf dem Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.